gleich auch einen Crashtest durchführen. Dazu einen kleinen Text und ein paar Eckdaten. Mit einem Einsatzgewicht von 43 Tonnen und einer Kletterfähigkeit von 90 cm ist er ein leichtes für den Viehpanzer Dachs über normale Kfz zu fahren. Die Kettenbreite von 55 cm hinterlässt deutliche Spuren auf dem Fahrzeug. Die Übertriebigkeit des Viehpanzers Dachs gegenüber eines handelnden Kfz ist beachtlich. Drei Eckdaten, Gewicht 43 Tonnen, Breite 3,41 Meter, Höhe 2,57 Meter, Geschwindigkeit 62 km/h. Die Länge beträgt 8,92 Meter. 44 cm bis zur Wanne, Bodenfreiheit, so kommt doch jeder unten runter her. Der Motor ist ein 10-Zylinder Mehrstoffmotor mit 37,4 Liter Hubraum. Kraftstoff Diesel im Durchschnitt 350 Liter pro 100 Kilometer bei Gelände- und Straßenfahrten. Aber die eigentlichen Aufgaben und Fähigkeiten liegen natürlich nicht darin, über Kfz zu fahren. Durch seine vielseitig einsetzbaren pioniertechnischen Einrichtungen kann er zum Beispiel aufreißen bis zu 44 cm baggern mit einer Leistung von 140 Kubikmetern und rollen mit 270 Kubikmetern in der Stunde. Schneiden und schweißen, bis zu 8 Tonnen schwere Lasten heben, Gewinne mit einer Zugkraft von bis zu 70 Tonnen nutzen, Kfz bergen und mit Hilfe eines Unterwasserfahrschaftes bis zu 4 Meter unter Wasser arbeiten, um dort Uferböschungen zu bearbeiten oder das Flussbett herzurichten. Der Viehpanzer Dachs, der auf der Wanne des Kampfpanzers Leopard 1 basiert, ist unglaublich vielseitig einsetzbar und robust. Mit etwas Geschick und Übung, Erfahrung sind selbst feine Arbeiten möglich. In jedem Fall ist der Viehpanzer Dachs eine beeindruckende und sehr vielseitig einsetzbare Pioniermaschine, die den Pionieren ein großes Potenzial bietet, auch schwierige Bauaufträge zu bewältigen. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen und gebt weiter an Oberleutnant Starke. Modern. Was wir jetzt gleich im Anschluss sehen werden, soll schematisch darstellen, was Ihnen passieren kann, wenn Sie immer mal auf dem Straßenverkehr auf dem Panzer treffen sollen. Wenn mal die Panzertruppe oder wir als Pionierinnen und Pionierwasser einen Marsch durchführen, sollten Sie immer die geeigneten Abstände einhalten und nur daran denken, dass so ein Panzer viel kaputt machen kann. Das ist so ein PKW, angeblich, Luther auf jeden Fall, andere richtig Leute gleich sehen. Und man muss halt darauf achten, gerade wenn der Panzer schon bremst, steht er in Gefahr, wenn er hinten runterfährt, ja, da kippt er an Bremsen ziemlich weit nach vorne und fährt dann wieder nach hinten zurück. Wenn Sie dann mit dem PKW unten drunter stehen, ist zumindest der volle Bereich wirklich gut überblickt. Und bei der Reise, der Viehpanzer, der hier unterlegen ist, der ist der Unterschied.
Teil, und wir haben auch Der Erzähler dort nicht zu sehen, wo gehört von Spänen, das ist das hier nicht zu sehen. Meine Damen und Herren, das beendet hier die Vor-